Was ist da los? Suicide Squad, Kill the Justice League kann sich nicht davon lösen, immer wieder irgendwie negativ was abzubekommen. Es geht schon über Jahre eigentlich hinweg fast so und jetzt kurz vor Release eben auch noch. Wir möchten noch auf ein paar Sachen zu sprechen kommen, die momentan im Netz kursieren, und ich möchte ein paar Sachen dazu loswerden, die mir einfach aufgefallen sind in diesem Kontext. Und ich habe da auch ganz klare Vermutungen, was da momentan los sein könnte. Wir haben aber nicht nur sowas heute an Bord, sondern auch noch ein paar nützliche Sachen. Zumindest ist mir eine Sache über den Weg gelaufen, die ich noch gerne mit euch teilen möchte heute im Video. Das erste aber, was wir uns angucken, ist von Caboose. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich im internationalen Raum. Er macht sehr viel über DC und Marvel Stuff auf YouTube, über Games dieser Art. Und er sagt, es gibt faire und konstruktive und legitime Kritiken, ja, für das Suicide Squad Game. Aber es ist mehr und mehr frustrierend zu sehen, wie manche Leute sich Sachen ausdenken, ja, oder halt einfach die ganze Zeit sticheln oder fast sogar lügen, ja, um die Negativität um dieses Game herum zu fördern. Und da kommt schon was hier unten, und das ist ja kein Unbekannter, nämlich Asmongold. Und das hören wir uns auch mal kurz an. Hört mal hier zu, was er sagt. Content creators can boost mediocre games, in my opinion. Really? Well, then why is nobody playing Suicide Squad after Shroud's sponsor stream ended? There it is, right? Content creator. Also, wir hören hier ganz klar, er sagt, nachdem der Shroud es gestreamt hat, niemand spielt dieses Game ja anscheinend, wie ihr seht, weil das Game noch nicht released ist, ne? Und anscheinend ist ihm nicht mal bewusst, dass das Game noch nicht mal draußen ist und trotzdem irgendwie, ja, wird wohl ein scheiß Game sein einfach. Ja, weiß nicht warum. Ein anderer Streamer auch, also es gibt 2-3 bekannte Streamer, die sich da an diesem Game austoben, aber das ist ja noch nicht alles. Suicide Squad Kill Justice League is out in a few days. Press still haven't received codes for the game. Also, dass die Presse noch keine Review-Codes bekommen hat für Suicide Squad Kill Justice League und dass die keine oder nicht genug Zeit haben werden, das Game intensiv anzuspielen, bevor es nächste Woche released wird. Und dazu dann auch nochmal hier Suicide Squad Kill Justice League Review Code Situation Explained. Also hier einfach nochmal, wie soll ich sagen, ein relativ großer Artikel einfach darüber, dass niemand so wirklich weiß oder niemand irgendwie von jemandem weiß, dass irgendjemand aus der Presse schon einen Review Code bekommen hat. Und da in einem Podcast sagen diese und jene Leute, ja, es gab noch keinen Review Key für uns. Und dann, what this means is that reviewers won't have time to properly play Suicide before it's released next week. Sie haben nicht genug Zeit. Reviews that land on the embargo will be rushed, and we suspect many outlets will be forced to delay publishing their opinions until after the launch weekend. Und allgemein auch so ein bisschen Empörung. So, hey, wir sind die Presse. Wie, wir haben jetzt nicht schon vorab Review Keys bekommen? Ja, wundert ihr euch? Die wundern sich ja tatsächlich wirklich. Also ich kann was der Sache abgewinnen, dass Leute sagen, ja, ist schon vielleicht ein bisschen suspekt. Warum geben sie denn keine Review Keys raus? Aber in dem Kontext von Suicide Squad jetzt kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Wenn man jetzt wirklich zurückblickt auf sowas hier, ja, auf das Preview Event, wo mit der Presse stattgefunden hat, ja, hauptsächlich. Und dann kam dann sowas wie played it and didn't like it. Der Flash-Kampf war uns zu schnell. Ja, so Sachen, oder hier hat er auch nochmal zum Beispiel der Gamer drüber berichtet, einfach: The Suicide Squad coverage is a huge departure from the usual outcome of a preview event. Also es ist einfach ein anderes Ergebnis, als man meistens bei Preview Events hat. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum solche Previews meistens eigentlich ein bisschen angenehmer und verzeihender sind als Reviews, weil eben Journalisten nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen wollen und überschwänglich irgendwelche Aussagen machen, um ein Game tot zu quatschen, sondern sie möchten erstmal ein Review machen und Zeit dafür haben, das Game zu spielen, bevor sie dann wirklich sagen, hey, ich finde das Game nicht gut, weil. Und dann kann man das auch verteidigen. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass bei dem Preview-Event möglichst viele Pressejournalisten hier irgendwie ein Blatt vor den Mund gehalten haben, sondern sie haben nach 5 Stunden oder was sie zocken konnten, sofort losgelegt und die meisten davon einfach irgendwie was gefunden, um das Spiel ja schon auf den Release zuzureden. Ja, Leute, das wird nichts, können wir vergessen. Mag ich einfach nicht. Es ist ein Live-Service-Game, ist ein Loot-Shooter, hat keiner mehr Bock drauf. Ich sag einfach mal, dass da keiner mehr Bock drauf hat und so in der Art. Und dann wundert man sich,
Also an Warner Brother Games Stelle, ganz ehrlich gesagt, hätte ich nach so einem Preview-Event auch gesagt, ja, wisst ihr was, Presse, eure Review-Codes, die könnt ihr euch mal ganz wohin stecken, ja. Die kriegt ihr, wann wir Bock haben, weil das, was ihr da betrieben habt, ist jetzt nicht wirklich guter Game-Journalismus durch dieses Preview-Event. Wir haben euch hier eingeflogen, wirklich, dass ihr herkommen könnt zu uns ins Studio und das Spiel anzocken könnt. Und dann schreibt ihr so Zeug da. Also ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt nur Gutes erwartet, aber ich hätte wenigstens positiv, negativ, ausgewogen, mehr erläutert und vor allem nicht einfach so aus heiterem Himmel irgendwelche Sachen hergezogen. Ja, wie soll ich sagen, das ist ja teilweise gar nicht auf das Gameplay an sich bezogen oder dass man dann sagt, man wäre zurückhaltender, weil ich ja noch nicht mehr als 5 Stunden spielen konnte. So, ich sag ja auch jetzt bei meinen Alpha-Erfahrungen, das sind meine ersten knapp 10 Stunden im Game. Ich kann euch nicht sagen, wie das Spiel nach 50 Stunden ist. Aber warum soll ich mir denn anmaßen, nach weniger als 10 Stunden sagen zu können, das Spiel wird euch 200 Stunden Spaß bereiten? Ich kann es euch nicht sagen. Aber hier habe ich meistens das Gefühl, nämlich in der umgekehrten Art und Weise, dass sie meinen, dass sie nach weniger als 10 Stunden sagen können, dass das Spiel auf ewig Kacke ist und sich auch nie besser oder weiterentwickeln wird. Und das ist einfach den Eindruck, den ich gewonnen habe von diesem Preview-Event und von der Presse momentan. Und da wundere ich mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, warum sie keine Review-Keys bekommen. Ich würde denen auch keine mehr geben, ganz ehrlich. Ja, und dann zu guter Letzt aber noch was Schönes, nämlich das hier kam, wurde auf Twitter gepostet, nämlich, dass es im Reddit wohl so eine coole Übersicht gibt. Also falls ihr euch noch nicht so ganz entschieden habt, welche Klasse ihr spielen möchtet, hier seht ihr schön mit solchen coolen Helden-Icons oder Smileys, wer welchen Waffentyp benutzen kann. Ja, von den Helden beim Joker weiß man es, glaube ich, noch nicht. Aber hier seht ihr einfach, wer welche 3 Waffen von den insgesamt 6 nutzen kann. Finde ich eine ganz coole Übersicht, einfach um das schnell rauszufinden und schnell überblicken zu können, was da los ist. Ich würde mich ehrlich gesagt jetzt nicht aus der Bahn werfen lassen, dass da jetzt noch keine Review-Codes verschickt worden sind. Wer jetzt natürlich noch skeptisch ist bezüglich dem Game allgemein, dem würde ich einfach raten. Ihr habt ja durch diese Vorabzugangmöglichkeit, also Leute, die Vorabzugang haben, ich zum Beispiel ja auch, aber es gibt ja genügend Leute und auch Streamer, auch die es auch haben werden und zocken werden. Guckt einfach bei Twitch vorbei. Und wenn ihr zu Release, also zum offiziellen Release noch dabei sein möchtet, habt ihr 3 Tage lang Zeit, euch stundenlang Streams reinzuziehen zum Game und dann vielleicht zu sagen, hey, ich habe es mir jetzt, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Stunden angeschaut, find's cool, ich glaube, das wird was. Und dann zuschlagen oder ihr wartet halt einfach noch eine Woche oder 2 oder was weiß ich, wie lange es auch immer braucht, um drauf zu warten. Ich finde es ein bisschen komisch, dass hier auch damit argumentiert wird, dass sie meinen, dass es, ja, read between the lines on why that might be beneficial to sales if you choose, but right now it seems Warner Brothers Games is playing its card incredibly close to the rest with this specific title. Also sozusagen, ja, die wollen ja quasi jetzt schön Vorverkauf machen und möglichst viel Geld machen, read between the lines, ja. Eigentlich sollte das ja dann ein Zeichen dafür sein, dass sie erstmal, also Warner Brothers Games, bereit sind, mit weniger Verkäufen in den Release zu gehen und dann lieber zu sagen, hey, wir lassen die Community mal vor und die Spieler mal vor, ja, die Gamer einfach, und die sollen sich selber ein Bild drüber machen von den Gamern, die sich schon bereit sind, das Spiel früher zu holen, ohne Reviews von der heiligen Presse. Und wenn sie diese Strategie verfolgen möchten, ist es doch ihr gutes Recht, das zu tun. Und so oder so, jeder wird irgendwann früher oder später erfahren, wie sich das Game spielt, wie das Game ist und wie es sich weiterentwickelt, das wird die Zeit zeigen. Und da ist ja niemand gezwungen, jetzt sofort zuzuschlagen. Kann man ja auch eine Weile warten und gut ist. Und deswegen würde ich jetzt einfach nicht hier wieder over the top gehen, ja, und alles Mögliche unterstellen oder einfach alles vorweggreifen und wieder ist es ein schlechter Move oder keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, warum alle immer so nervös sind und so angespannt wegen der ganzen Sache. Einfach mal zu schauen, wie sich die Sache entwickelt und dann mal gucken. Ja, aber ja, das ist halt nun mal so die Bewegung hier online. Wir hatten es letztes Mal beim Video schon. Deswegen genug. Nächstes Mal gibt es wieder ein informatives, nützliches Video für euch. Auf jeden Fall zu Suicide Squad Kill Justice League. Schaut auch gern beim Stream vorbei. Falls ihr es dann in Action sehen wollt, schaut gern vorbei. Ich freue mich auf euch und danke euch natürlich auch hier fürs Zuschalten heute. Macht's gut, Leute, und auf Wiedersehen.